Und nun die Startnummer 42, René Schauecker aus Deutschland. Sie ist 58 Kilo schwer und 1,66 Meter groß. So, sie hat ihre erste Drehung vollzogen und das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. René Schauecker ist Jahrgang 63 und eine gebürtige Berlinerin. Double Bizeps. Das läuft schon mal gut. Dürfen wir gespannt sein auf die Rückenmuskulatur? Nachher sehen wir die aber erst. René Schauecker ist erst spät zum Wettkampfgeschehen gekommen. Ursprünglich hatte sie in Berlin Religionswissenschaften und Philosophie studiert. Von, ich glaube, 1989 bis 1999. Ja. Halbe Drehung rechts, halbe Drehung links. Sie hat einen etwas ungewöhnlichen Berufswandel. Mit 18 lernte sie Sekretärin. Dann begann sie mit Mitte 20 zu studieren, Philosophie und Religionswissenschaften. Und dann, soweit ich weiß, war sie eigentlich 10 Jahre lang in der Werbebranche und Kommunikationsbranche tätig. In der Zwischenzeit hat es sie nach Zürich verschlagen. Hier lebt sie seitdem auch ohne Unterbrechung. Gab es dann nochmal eine Kehrtwende. Da absolvierte sie ihren Bachelor of Arts in Medien und Kunst, und zwar in der Vertiefung mediale Künste. Und 2010 machte sie dann ihren Abschluss im Master of Arts in Fine Arts an der ZHDK. Das nennt man dann wohl eher einen Lebenslauf mit Wellenbewegung. Auf jeden Fall ist da einiges hin und her gegangen. Immerhin scheint sie jetzt wieder dort angekommen zu sein, wo sie mal gestartet ist, nämlich in der Philosophie bzw. in der Kunst. Ja, und wir dürfen gespannt sein, was wir von ihr dann noch sehen werden. Hier ist jetzt mal fürs Erste die Vorstellung fertig.